Hilfe, mir fehlt ein Zahn. Ja, was kann man da tun? Hier sieht man einmal das Bohrprotokoll eines sogenannten Einzelzahnimplantats der Länge 9 mm. Das wird jetzt also hier eingebracht. Die Bohrungen werden stückweise erweitert, bis dann das Implantat selber eingebracht werden kann. Dann kommt eine sogenannte Einheilkappe oben drauf, dass das Ganze ein bisschen einheilen kann. Wenn das dann fertig ist, kommt auch schon die Krone oben drauf.